Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon X-Version. Ja, wir haben im letzten Part, oder sind hier besser gesagt, in diese Stadt angekommen, dessen Name lautet Vanitea. Und bevor wir jetzt weitergehen auf Route 7, wo uns das ja gesagt wurde, werde ich euch mal ein paar Sachen zeigen, die ich euch schon mal zeigen wollte, aber nicht dazu gekommen bin. Und zwar fangen wir an mit Pokémonami. Ja, was handelt es sich darum? Vielleicht kennt ihr es ja schon, es geht darum, besondere Kontakte zu den Pokémon zu knüpfen. Ja, und ihr seht es ja schon ein bisschen, wir können hier ein paar Sachen geben. Und das gefällt denen dann. Der Wahnsinn hier, aber wir haben ja nicht so viel. Ja, dann können wir ihn auch anreden. Ich weiß nicht, ob man das mit dem Nickname machen muss. Na ja, gut, kann man auch so machen oder nicht. Dann kann man ihn natürlich noch angucken und dann so Grimassen machen mit dem. Ich versuche das mal so ein bisschen. Aber das wird dann halt über die Kamera gemacht, aber ich mache das mal jetzt bei einem anderen. Wir können auch bei jetzt anderen, die nicht Feuer sind, oder ich denke mal, die keine Stachel haben. Ach nee, hier kann man ja wechseln, genau. Ja, dann zeige ich euch das mal bei Julian. Die kann man dann auch streicheln. Weil zum Beispiel Glutexo, wenn man ihn streichelt, dann verbrennt man sich die Finger, was ja eigentlich logisch ist, aber... Ja gut, warum das ist, keine Ahnung. Naja. Schön über den Kopf. Ja, ich weiß, das ist vor allen Dingen für die Mädchen interessant, um das denen ein bisschen wahrscheinlich näher zu bringen. Man spürt da ja schon so ein bisschen die Verbindung zu, Nintendox, genau, so heißt's, und ja, deswegen, so ist das eigentlich auch danach passend ausgerichtet, würde ich sagen. So, aber einen anderen Modus, den ich euch dann auch zeigen wollte, neben diesem Pokémon-Ami, das Supertraining. Ja, ihr seht schon hier, ich habe das schon mal offscreen so ein bisschen angeguckt. Und jetzt habt ihr es auch schon gesehen, wir haben hier jetzt einen Sandsack bekommen. Wir können unsere Pokémon da, ja, trainieren lassen an diesen Dingern da. Ich kann da auch bestimmt so... Oder muss ich es so machen? Nee, ich kann da jetzt so einen einsetzen, einen Defensivsack. Ach so, kann man wechseln, okay. Okay, der scheint wohl sehr motiviert zu sein, gerade unser Julian. Ich denke mal, das hat das freudige Symbol dazu bedeuten. KP-Sack L. Ja, also ihr seht schon, ich tippe hier gerade auf den Bildschirm, auf dem unteren Bildschirm und damit schlägt er dann halt auf den Sandsack drauf. Man kann das auch nicht machen, der macht das dann halt in der Minute einmal automatisch. Ja, ob man es natürlich braucht, ist die Frage. Aber ich kann euch noch was anderes zeigen. So eine Art Minispiel, die es noch gibt. Und zwar Fußball. So, wir müssen nämlich, das ist was anderes. Okay, wir sollten da nämlich da neulich auf Tore schießen, aber hier müssen wir die Kraft aufladen, wie ich das sehe. Aber warum hat das jetzt nicht geklappt? Ah ja, stimmt, ich muss ja in die Mitte drücken. Ja. Ja. Auch gut. Und keine Sorge, gleich geht's auch direkt weiter. Zeigt Poponcho mit einem Dingsbums. Konnte jetzt nicht lesen. Poponcho-Ballon. Willkommen zurück. Mach dich darauf gefasst, eine umwerfende neue Schusstechnik zu erlernen. Hier ein Auszug aus den Trainingsfibel. Kapitel per Fokusschuss zum Sieg. Siehst du die runde Anzeige unten in der Mitte, dann kannst du ablesen, wie viel Kraft dein Pokémon für den nächsten Schuss gesammelt hat. Hast du genug Kraft? Bei Samen verwandelt sich der Schuss in einen mächtigen Fokusschuss. Je nach Pokémon hat dieser unterschiedliche Farben und Besonderheiten. Und jetzt viel Erfolg auf ins Supertraining. Ah, ich sehe es sogar schon. Da füllt sich immer die Leiste. Na, ja, und das war nicht gut. Ja. Ja. Oder muss da ins
Tor schießen. Ja, einen schönen guten Tag, liebe Freunde. Und ja, warum begrüße ich euch eigentlich? Nur weil ich einmal gecuttet habe. Warum auch immer. So, ja, ich musste kurz einmal ganz abrupt abbrechen. Aber ja, gut, jetzt ist es wieder hier. Ist auch nichts anderes passiert. Wir haben nur erfahren, dass es ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Es ist ein bisschen, dass wir noch was freigeschaltet haben. Und zwar können wir jetzt auch Spezialtrainings machen, um die Werte zu steigern. Also beispielsweise KP, Spezialangriff, Angriff, Verteidigung, Spezialverteidigung und Initiative. Aber das nur so, wollte ich euch nur sagen. Wir sind jetzt hier auf Route 7. Und da geht's zur Route 6. Aber ich glaube, wir dürfen nicht auf Route 6, wenn ich das so richtig sehe. Jay, hier entlang. Ja, ich glaube, wir dürfen nicht auf Route 6. Bin ich aber blöd. Da solche will ich eigentlich noch ein Pokémon fangen. Naja, egal. Dann gehen wir erstmal hier lang. Hey, du da, komm mal her. Du da. Jetzt, das kommt vielleicht erst mal plötzlich, aber ich würde dich gerne darum bitten, dich um ein Bärenfeld zu kümmern. Bären sind was Feines, glaub mir. Eine einzelne Beere kann wieder neue Früchte hervorbringen und so weiter. Du hast sicher im Moment Zeit, oder? Ja, eigentlich sollte ich was anderes machen, aber gut. Oh, damit bereitest du mir eine große Freude. Du hast also Jake. Vielen lieben Dank, Jake. Hurra, das ist ja wunderbar. Muss ich zuerst noch eine in der richtigen Pflege der Bärenfeldes unterweisen? Folg mir bitte. Von hier, was du hier vor dir siehst, ist kein Lehm. Ist weicher Lehmboden. In diesem Grund kannst du Bären einpflanzen. Untersuche hierzu den Boden und wähle aus deinem Beutel die Bären, die du anbauen willst. Oh, bevor ich es vergesse, hier hast du ein paar Bären als Starthilfe. Toll. Aber wir haben schon eine Beere, glaube ich. Aber wir kriegen auch noch eine Pfirsichbeere. Manchmal liegen Bären aber auch auf dem Boden vor großen Sträuchern verstreut. Solltest du irgendwo Bären finden, dann komm her und pflanze sie bitte hier ein, ja? Sobald du deine Bären eingepflanzt hast, musst du den Boden gut gießen. Hier, ist für dich. Loturzelkanne. Überprüfe den Bereich, in dem du eine Beere eingepflanzt hast und begieße diesen, falls der Boden trocken sein sollte. Je mehr du dich um das Feld kümmerst, desto mehr Bären wirst du ernten. Also Jake, halte mir das Feld in Ehren, ja? Du weißt ja gar nicht, was für eine Hilfe du mir bist. Mein Rücken bringt mich noch um. Unser Haus liegt am Ende des Feldes. Das kannst du jederzeit uns besuchen. La 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 la. Ja, okay. Ich glaube, das ist ja das, was es auch in früheren Teilen gab. Dass man... Boah, aber wie viel... Oh. Wundersaat. Cool, da könnten wir unsere Pflanzenattacken verstärken. Brauche ich aber eigentlich nicht. Ja, also das ist das, was es früher auch schon gab hier, dass man da halt so, Beeren pflanzen kann, ist zwar nett. Ich glaube, das mache ich auch einmal. Ja, machen wir das einmal. Ja, pflanzen wir so eine Silbeere ein. Davon haben wir ja sechs Stück. So, und dann gießen wir den natürlich noch einmal. Ist das eine geile Kanne. Ja. Okay, dann gucken wir später mal hier vorbei. Aber ich denke mal, jetzt wird es erstmal wichtig, dass wir hier dann weitergehen. Ja. Lord Jay, was ist das? Ich würde sagen, das ist ein dickes, fettes Relaxo, was keinen Bock hat, sich zu bewegen. Da fliegst du schläft tief und fest. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwie ist das ganz schön klein. Tatsache, und es ist so riesig, dass man einfach nicht an ihm vorbeikommt. Das nicht zu machen. Das sieht nach einem Job für die Pokeflöte aus. Aber warte mal, hast du die überhaupt noch? Leider nein, die habe ich weggegeben. Der Besitzer des Palastes sich da etwa unter den Nagel gerissen? Wie? Wo? Was? Pokeflöte? Ich verstehe nur Bahnhof. Ja, da muss man die erste Jeans spielen. Ich erkläre es euch. Kurz gesagt, ohne die Pokeflöte wird es uns nicht gelingen, Relaxo zu wecken. Dummerweise findet sich die Pokeflöte aber gerade im Magnum Opus Palast. Ist das alles? Dann gehen wir sie ihm holen. Komm, Lord Jay, lass uns gehen. Der Magnum Opus Palast liegt am Ende von Route 6. Vielleicht erfahren wir dort auch etwas zum Thema Mega-Entwicklung. Ja, das ist ja cool. Ich wollte ja sowieso auf Route 6 gehen. Warum man mir nicht den Umweg lässt? Naja, gut, von mir aus. Oh, Pelle-Allee. Schick. So, aber bevor wir uns dann mal drum kümmern, oder auch nicht.
Komme ich hier nicht dazu? Nee, komme ich nicht. Okay, da muss ich mich erstmal wohl den Trainern stellen. Reise der Palais-Allee präsentieren sich die Besucher auf zweierlei Art und Weise. Zum einen als leicht zu Fuß erkundbaren Pfad, zum anderen als... Nun, was findest du denn sicher auf dem Rückweg heraus? Hä? Was? Kein Trainer? Doch, wollte ich doch schon sagen. Ich sehe zwar aus wie eine gewöhnliche Touristin, bin ich aber ein echt starker Pokémon-Trainer. Okay. Ja, Touristin Ramona. Mit einem Pikachu. Aber Pikachu kommt auch vor irgendwie. Ist viel häufiger als früher, wenn ich ehrlich bin. So, Average Link. Ja, ich habe keinen Bock auf die Statik. Lassen wir lieber bleiben. Ich habe keinen Bock auf die Statik. Nehmen wir da lieber unseren LP Lukas rein ins Spiel. Und der kriegt dann auch Level 18. Ja, das ist besser. Greifen wir einfach mit Glut an und dann müsste das Ding gegrillt sein. Oh, der hat sogar überlebt eine Glutattacke. Naja, gut, Glut ist ja auch leider die schwächste Feuerattacke. Also ich hätte ja nichts gegen einzuwenden, wenn wir bald eine bessere bekommen. So was Schönes wie Flammenwurf oder so fände ich schon geil. Aber naja, gut, wer weiß, ob es das hier gibt. Level 18. Ja, was kommt als nächstes? Enton. Ja, das ist was für Julian. Enton. Lol, Enton. 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 Wolke 7? Boah, pff. Naja, gut, so gesehen interessiert mich das nicht, dass Wetterveränderungen außer Kraft gesetzt sind. Enton. Lustig. Und das letzte ist ein Taubsi. Ja, das ist doch dann was für unseren Average Link. Dann hat jeder einmal was getan. Natürlich außer unseren VM-Sklaven, aber... unser Hallo. Ja, also ich brauche, denke ich mal, keine Angst zu haben vor diesem Taubsi. Und ich denke mal, das wäre eine ideale Gelegenheit, jetzt auch mal Kometenhieb einzusetzen. Aber naja, gut. Wenn wir einen Volltreffer haben, brauchen wir das eh nicht. Ja, und fast Level 16. Du bist ja noch viel stärker als ich. Oh. Ja, hast du messerscharf erkannt. So, dann ist diese hier die nächste. Warum reisen wir? Und warum kämpfst du? Ja, um Training, ne? Was sonst? Lydia mit einem Zickzacks. Ja, das ist natürlich wieder ideal. Damit wird unser Average Link ein Level abbekommen. Einmal die Überbrückung. Karate-Schlag. Oder wir nehmen mal Kometenhieb. Ja, ist jetzt nichts Besonderes, würde ich sagen. Ja, dreimal. Naja, ist okay. Ist okay. So, dann nehmen wir noch einmal einen Karate-Schlag und dann ist Zickzacks auch besiegt. Und Level up. Oh, Trasler. Das ist mal schick. Wen nehmen wir denn da rein? Ja, Lukas. Da hauen wir mal schön mit Drachenwut rein. Gegen Trasler. Oh, kommt jetzt aber auch schon so eins. Ein Psycho. Aus der dritten Gen. Finde ich geil. Da kommen mir schon direkt wieder die... Ach ja, stimmt. Trasler ist auch jetzt... Ah ja, stimmt. Ihr fragt jetzt bestimmt, warum ich das nicht einsetzen konnte. Liegt daran, dass Trasler nicht mehr nur Psycho ist, wie es früher war, sondern auch Fee. Ja. Na gut, Julian hat da keine Chance, bleiben wir bei Lukas drin. Ja, da muss man auch erstmal dann überlegen, aber Moment mal, ist Feuer nicht auch nicht so effektiv gegen das? Ich weiß es nicht mehr. Naja, egal, was soll's. Oh, ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ihr wisst es ja bestimmt. Und wenn, dann könnt ihr ja nochmal zurückspulen. Ich kann es ja nicht. Zumindest noch nicht. Erst wenn ich es, ja, fertig aufgenommen habe. Naja. So, ja, wie, apropos Rückweg. Wie komme ich denn da jetzt dahin zu diesem Grasfeld? What the... Okay. Toxibus.
Pet, was ist das denn? Das sieht hier irgendwie sehr komisch aus. Naja, möchte ich aber nicht haben. Komisches Ding. Naja, es ist zwar toll, dass wir jetzt auch aus Büschen da Pokémon kommen, aber das ist das nicht das, was ich wollte. Ich wollte eher wissen, wie ich da hinkomme, zu diesem ganzen Gras. Naja. Kümmern wir uns darum erstmal nicht, würde ich sagen. Vielleicht gibt es hier irgendwie einen anderen Weg. Gehen wir jetzt erstmal zu diesem Schloss. Magnum Opus. Ach nee, so kommt man da hin. Okay. Weil ich möchte jetzt erst dann doch nochmal lieber ein Pokémon fangen. Hihi, ich sehe, du spürst, ich sehe und spüre ganz deutlich, wie sehr du die Pokémon liebst. Hey, lass uns einen tollen Kampf hinlegen, um unsere Liebe zu den Pokémon weiter zu festigen. Ja. Ja, ein tolles Pärchen. Sean und Tina. Oh, nee. Das braucht's doch nicht. Aber interessant, das eine ist männlich, das andere ist weiblich. Die haben da einen Unterschied drin. Schick, schick. Aber als ob die eine Chance gegen mich haben. So, nehmen wir mal den Karateschlag auf das Männliche und Rankenhieb auf das Männliche, auf das Weibliche. Rutenschlag. Sieht so lustig aus. Oh, im Kopfnuss zieht schon was ab. Aber gut, das liegt ja auch daran, wegen dem, wegen dem Rutenschlag. So, dann setzt du mal Karatschlag auf das Männliche ein und du setzt Rankenhieb auf das andere ein. Och nee. Och, das ist doch unnötig. Das muss doch jetzt nicht sein, dass meine Nummer heilt. Das muss doch nicht sein. Aber wenigstens kann Average Link gut austeilen. Das muss man so sagen. 495. Boah, das sind eine Menge Erfahrungspunkte. Ja, genau. Du setzt Karateschlag ein und für die Sicherheit, dass du dann Average Link heilen. Trank. Ja, das sollte ausreichen. Ich denke nicht, dass der jetzt 50 abziehen wird. Oder 40. Oder 46 halt. Ja. Natürlich schrecken wir zurück. Natürlich. Aber der hat jetzt nur 20 abgezogen. Okay, dann können wir jetzt auch einen normalen einsetzen. Außer der außer er macht jetzt einen Volltreffer. Aber wenn, dann finde ich das einfach nur bescheuert. Super Trank, ja. Und dann zurückschrecken. Also. Wenn die meinen, mit ihrem blöden, dämlichen Rutenschlag rumgespamme da rumzuhauen. Tschüss. Wunderbar. Die haben jetzt ein bisschen genervt, wenn ich ehrlich bin. Level 17. Und keine neue Attacke. Boah, und der ist schon fast Level 20. Ja, die haben schön viel, viel Erfahrungspunkte gegeben. So, ich wollte jetzt unseren lustigen Glutexo auch LP Lukas nach vorne bringen. Ich könnte ja auch so langsam ja eigentlich wieder unseren... Ach, da war auch eine Trainerin drin. Okay. Ja, ich will eigentlich ein Pokémon fangen, aber ich glaube, ich werde ja nicht gelassen. Schönheit Bridget. Bridget. Was ist das? Ich habe gerade keine Ahnung, was das ist. Psiao. Scheint wohl Neues zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob Toxipet, was wir auch vorhin gesehen haben, Neues ist oder ob das aus einer alten, also aus 5er Gene kommt. Weil die bis zur 4., die weiß ich alle noch, aber die 5., weil die mir so an mir vorbeigegangen ist, habe ich die dann halt etwas ignoriert. Na gut, ist ja auch eigentlich logisch, aber weil es da etwas, ja, komisch ist. Naja, egal, ihr wisst schon, was ich meine. So, Smetbo, da können wir natürlich auch drin bleiben. Käferflug ist für Glutexo absolut kein Problem. Aber er hat trotzdem überlebt. Och nee, nicht doch. Ich weiß schon, ich werde jetzt meinen Aufwecker hier einsetzen, den ich mir warum auch immer gekauft habe. Und lass mich raten. Der wird dann wieder schlafen.
Nee, Konfusion. Okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber gut. Ich hatte das irgendwie schon so im Gefühl, dass der jetzt schon wieder Schlafpuder einsetzt. Meine Güte hier. Und auch wieder ein Level up. Das geht echt fix hier. Oh je, ich war aber wirklich unheimlich schlecht. Ja, da hast du recht. So, aber wo ist jetzt hier endlich das Wilde, was ich hier fangen möchte? Und ich denke mal, dann werden wir auch gleich den Part beenden, vor allem, weil ich hier cutten musste. Ja, und das ging relativ schnell. Das hätte ich nicht erwartet. Das ist unser neues Teammitglied. Ein Schwert. Ja, da fragt euch jetzt bestimmt, ja, ein Schwert. Und ich merke schon, ich bin hier mit Glutex ein bisschen falsch aufgestellt. Averageling. Nee, ich muss es mit Julian machen. Ja doch, das müsste eigentlich die beste Wahl sein. Moment mal, welchen Level hatte der jetzt? Der war 11, ne? Was ist das? Spezialverteidigung sinkt, okay. Ja, ich denke mal, der sollte ein Biss überleben. Ja, gerade so, würde ich sagen. Ich dachte eigentlich, das wäre nur normal, weil ich meine, das müsste Stahlgeist sein, dieses Ding. Dieses Schwert. Masterschwert könnte man es ja auch bezeichnen, aber ich werde es nach jemand anderem benennen. Aber es ist ja schön, dass wir jetzt in diesem neunten Part auch direkt unser viertes Teammitglied haben. Ich finde, das ist schön, dass es so schnell geht. Na, wunderbar. Gramokles wurde gefangen. Und nochmal ein Level Up für Julian, der jetzt 20 ist. Und Nadelrakete. Das hört sich cool an. Die Käferattacke. Na gut, die ist zwar nicht so stark, aber ist eine Käferattacke, ne? Ja, ich denke mal, wir brauchen Walzer nicht mehr. Also, ja, komm. Nee, wir schmeißen Walzer weg. Nadelrakete. Und da muss ich auch nicht nachgucken. Ich weiß nämlich schon, welchen Namen Gramokles bekommt. Dieses Pokémon wird geboren, wenn die Seele eines Verstorbenen sich in einem Schwert festsetzt. Es heftet sich an Menschen und saugt deren Lebenskraft aus. OMG. Ja, Spitzname. Man könnte es Masterschwert nennen, man könnte es vielleicht auch Durandal nennen, aber ich werde es... So nennen. Element LP. Na ja, gut, das Maskulin-Zeichen nehme ich mal weg. Das hatte ich auch nicht bei Average Link. Ja, das passt doch. Ja, Element LP. So heißt das hier. Ja, damit hätten wir ein neues Teammitglied. Und eigentlich wollte ich mir das gerade angucken. Ein Incada. Hahaha. Süß. Ja, das passt sich doch wunderbar, würde ich sagen. Dann würde ich mal eben gucken, dass wir jetzt nochmal... Ich sagte, ich möchte jetzt gerne zurück zum Pokémon Center und das eben heilen. Dieses Psiau. Brauche ich aber nicht. So, bye bye. Ich hoffe mal, dass wir noch ein Psycho finden, Psycho-Attacke machen, weil ich habe jetzt eigentlich nicht nach einem Psycho gesucht. Wow. Ich möchte eigentlich nur noch raus hier zum Pokémon Center. Oh, aber ich werde nicht gelassen, wie es aussieht. Und das ist auch das Einzige, was ich hier wirklich interessant finde. Ich werde hier wahrscheinlich im nächsten Part nochmal so nachgucken. Also nochmal euch zeigen, was es hier noch so alles gibt. Aber jetzt möchte ich eben schnell zum Pokémon Center und das eben heilen und dann euch zeigen, was es so kann. Unser Gramokles, auch Element LP genannt. So, jetzt kann ich wieder zu meinen Skates wechseln. Da ist aber die Steuerung nicht ganz so gut. Oder genau, besser gesagt. Hat man ja gemerkt, dass ich jetzt schon an zwei Leuten da dran gestoßen bin. Wunderbar. So, Gramokles. Ah ja, Wesen, das ist jetzt die spannende Frage.
Und es hat auch ein neutrales Wesen. Ich kann es euch nämlich zeigen. Seht ihr bei Bediza? Spezialangriff ist blau, Spezialverteidigung ist rot. Das Rote steigt, das Blaue fällt. Und hier ist nämlich gar nichts. Das ist echt genial, ey. Schwertanz. Geil. Schon vom Anfang an Schwertanz. Das ist, finde ich, mal richtig nice. Ja, ernst. Prügelt sich gern. Ja, das ist ja mal eine tolle Beschreibung. Ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ja, wir haben schon 4 Teammitglieder zusammen, was ich echt nice finde. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir uns mal gucken, dass wir eine Pokeflöte in unserem Besitz kriegen. Also euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Euer Jake125.